Fintechs, Startups, Digitalisierung. Die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte macht es schwierig, sich zu orientieren. Kann denn alles überhaupt so funktionieren? Status: Es ist kompliziert. Denn alles hängt mit allem zusammen. Beginnen wir mal so. Stabile Preise und eine sichere Währung sind Grundvoraussetzungen für eine gute Wirtschaft und einen sicheren Finanzplatz. Dafür sorgen die jeweiligen nationalen Zentralbanken. In Österreich die Österreichische Nationalbank und die Europäische Zentralbank. Auf dem Finanzmarkt gibt es aber nicht nur Zentralbanken, sondern die unterschiedlichsten Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer. Sie alle nehmen durch ihre Geschäfte und Tätigkeiten großen Einfluss auf die Entwicklung des gesamten Marktes. Auch hier kommen den Notenbanken sowie den nationalen Aufsichtsbehörden, wie zum Beispiel in Österreich die Finanzmarktaufsicht, eine zentrale und aktive Aufgabe zu. Die Aufsicht über die Banken und die Überwachung der Finanzmarktstabilität. Finanzmarktstabilität ist dann gegeben, wenn das Finanzsystem problemlos funktioniert und die finanziellen Mittel ohne Schwierigkeiten von Kreditgebern zu Kreditnehmern fließen. Der Geldkreislauf wird nicht beeinträchtigt, unterbrochen oder gar ausgesetzt. Das Ersparte steht bei Bedarf bereit und Zahlungen können getätigt werden. Die Banken sind stabil und müssen nicht von der Öffentlichkeit aufgefangen werden. Dafür muss man Probleme, die die Finanzmarktstabilität beeinträchtigen können, bereits im Vorfeld erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten. Und genau das, nämlich für die Stabilität des Finanzsystems zu sorgen, ist eine besonders wichtige Aufgabe der Zentralbanken. Die Finanz- und Kapitalmärkte wachsen weltweit immer mehr zusammen. Damit entstehen internationale Verflechtungen. Das erhöht die Liquidität, die ausreichende Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln wie zum Beispiel Geld und festigt die vernetzte Struktur untereinander. Andererseits erhöht die weltweite Vernetzung der Finanzmärkte das Risiko von systemischen Schocks. Sollte ein Schock auftreten, dann ist es umso wahrscheinlicher, dass dieser über nationale Grenzen hinaus Auswirkungen hat. Die Finanzkrise hat dies gezeigt. Die Vernetzung und das Zusammenwachsen des Finanzsystems machen die Aufgabe für die Zentralbanken aber auch komplizierter. Daher braucht es die Europa- und auch weltweite Zusammenarbeit und möglichst weltweit geltende Regeln für die Ausübung von Finanzgeschäften. Die Europäische Zentralbank überwacht gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken die Entwicklungen im Banken- und Finanzsektor. Dabei ist die EZB der zentrale Knotenpunkt für eine große Fülle von Informationen. Um der zunehmenden Internationalisierung Rechnung zu tragen, übernimmt die EZB eine neue wichtige Rolle bei der Bankenaufsicht. In zahlreichen europäischen Ländern sind die nationalen Notenbanken für die Beobachtung der Finanzmärkte zuständig. In Österreich ist die Österreichische Nationalbank gemeinsam mit der Finanzmarktaufsicht FMA für die laufende Überwachung der Banken verantwortlich. Sie führt daher Einzelbankanalysen und regelmäßig Vorortprüfungen bei Banken durch und entwickelt Krisenszenarien. Diese werden mittels sogenannter Stresstests durchgespielt, um möglichst frühzeitig auftretende Probleme zu erkennen. Neben der Überwachung und der vorbeugenden laufenden Analyse von Banken beaufsichtigt die Nationalbank auch die Zahlungssysteme. Die ÖNB verfügt über umfangreiche Daten und Statistiken zum Finanzsektor. Zu deren Erhebung ist die ÖNB gesetzlich ermächtigt. Dadurch ist sie das Kompetenzzentrum für Finanzstatistiken in Österreich. Transparenz ist wichtig. Den Zustand der Geschäftsbanken und der sonstigen Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer zu kennen, ist essentiell. Die ÖNB ist darauf spezialisiert, heimische Banken zu beobachten, zu prüfen und zu analysieren. Das ist die Basis, um schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Dieses Früherkennungssystem soll helfen zu verhindern, dass eine mögliche Krise von einer Institution auf andere Institutionen übergreift, womit negative gesamtwirtschaftliche Auswirkungen eingedämmt werden können. Denn Stabilität und Sicherheit sind die Werte, die es braucht, um Vertrauen ins Finanzsystem zu schaffen. Und dafür steht die ÖNB.